Ja, also wieder bei Donkey Kong 64. Beim letzten Mal haben wir hier, ja, in diesem Bereich hier einfach weitergemacht. So, schnell auf den Schalter, aktivieren und abhauen. Also rein theoretisch müsste es direkt hinter mir sein. Also wieder runter. Und da rein. Nein, lauf da rein. Kamera, bitte. Soll ich einfach zur Banane hinspringen? Moment. Gib mal bitte ein bisschen Ruhe, ihr Speedsinger. So. Muss ich mir den Raum erstmal noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ich soll wahrscheinlich einfach zur Banane springen. Jo. Easy. So, und dann muss der andere wahrscheinlich genau auf der anderen Seite sein. Das heißt, ich laufe hoch, aktiviere den Schalter und laufe einfach weiter geradeaus. Oh, bin weg. Oh, hat gut geklappt. Also ich soll von gelb zu rot zu lila zu grün zu blau springen. Gelb. Dann zu rot. Dann zu lila. Dann grün. Nein, wieder dahin. Und zum Schluss blau. Und ich will ein Minispiel. Na gut, eine Banane hier direkt zu bekommen wäre wieder ein bisschen zu einfach, weil ich gerade eben schon eine geschenkt bekommen habe. Aber schauen wir mal. Willkommen zum Bonus-Stage. Für die goldene Banane, aber nicht die Kongs. Wie soll ich denn da bitte die Banane treffen, wenn er instant dunkel wird? Soll ich einfach raten, wo die ist, oder wie? Hä? Bitte. Moment, lass mir das nochmal von Anfang nochmal machen. Welcome to Bonus Stage. Ich schieße sofort, sobald ich die sehe. Was ist das? Was für Blitzreflexe soll man da bitte an den Tag geben? Alter! Das war schon so ein bisschen krank. Wie schnell man da teilweise sein musste. Schon so ein bisschen. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich wurde sogar noch gewarnt nach dem Motto, ja, das mit diesen Bananen schießt nicht den falschen Kong ab. Das wird noch schwer. Ja, ich sehe, was ihr meintet. Das war wirklich mies. Ah, dann brauchst du wieder Didi. Einmal voll in die falsche Richtung. Aber das kennt man ja. So, und dann gehen wir jetzt nochmal zu dem Bananenfass da oben, wo ich einfach quasi
Was ich einfach gefühlt ignoriert habe. Aber ich dachte, ach, das ist eh für Lanky, weil dann Lanky Feld ist. Mir ist nur im Nachhinein eingefallen, ach nee, Moment. Das ist kein Aufblasfeld. Hallo? Ich sehe nichts. Didi, möchtest du dich bitte umdrehen? Danke. So. Welcome to Bonus Stage. Wie ging das jetzt nochmal? Nur die Schlangen mit Melonen fütterst du können. Das war ein cooles Minispiel. Das hatten wir auch schon mal, aber... Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer als das eben. Die Frage, kann ich noch irgendwas machen? Ich gucke mich hier noch so ein bisschen um. Ja, ich habe schon was gefunden. Ich sehe auch schon, dass er der Einzige ist, der hier dran kommt. Danke, dass ich keine Sounds haben darf. Dann holen wir uns auch eben noch die Krone. Kamikaze Kremlins. Ach, das ist wieder der. Komm ich an ihm vorbei. Das wollte ich die ganze Zeit machen, meine Güte. Nein! Er hat sich da sogar noch festgehalten. Und dann nach... Moment. Didi hat sich festgehalten. Und ist von der Kante gefallen. Ich dachte, das ist nicht möglich in diesem Spiel. Ich glaube, die mögen mich nicht. In alle Richtungen damit. Was? Und tschüss. Ich liebe es doch, wenn da die Blaupausen-Kremlins drin sind. Kannst du bitte deine Rollattacke machen? Danke. Eigentlich will ich ständig nur meine Rollattacke machen, weil mit der komme ich besser klar. Aber ab und zu bleibt einfach zwischendurch stehen. Und denkt sich, nö. No rolling. Hör den bitte oben. Bevor der irgendwie dazu kommt, seine Attacke zu machen. So sollte es laufen. Ha, laufen, ne? Weil ich die ganze Zeit im Kreis laufe. Die wieder mit seinen Kreislaufproblemen. Was? Was für eine Reichweite hast du bitte? Lauf bitte hinterher. So, hi Didi. Und fast wäre ich in den Abgrund gelaufen. Nimm die Krone bitte mit. Okay. Hätten wir das. Haben wir hier noch was für ihn zum Abschießen? So, versteckt? Nicht? Okay. Ich gehe ja dann. Ich gehe? Quatsch. Aber ich möchte noch eins tiefer.
Ich glaube, das Gebiet haben wir jetzt soweit erstmal fertig. Zumindest für den Tag. Ich glaube, irgendwo war da noch ein bisschen was für die Nacht. Gib mir mal eine Melone. Irgendwo oben drauf, glaube ich, war noch was für die Nacht, ne? Ansonsten... Da vorne, das Tor war noch... Moment! Nee, da oben war noch was für Lenky. Genau. Ich erinnere mich. So, jetzt kann ich wieder Kristallkugelschlüssel mitnehmen. Da. Öffnet mir das die Tür? Na gut, dann gehen wir jetzt einmal da lang. Das hätte ich. Achso, das war von dir. Ich dachte, hey, was sind das für Rauchwolken damit einmal gewesen? Hat jemand gepupst und ist einfach weggegangen, oder wie? Auch schon eine ganze Menge Bananen. Ui. Ist hier was drauf? Nee. Aufgeladen. Ist hier was? Ein Tauschfass. Und die 4 ist hier. Und noch ein paar Münzen. Und die Blaupause. Ja, super. Kann ich noch mehr verlangen. Und die Banane, die ich gesehen habe. Wir haben sogar schon die meisten Blaupausen, ne? Okay, hier ist noch mehr Stuff für Didi. Und da ist wahrscheinlich ein Musikfeld für Tiny, ne? Ja, Saxophon. Und ein Schrumpffass. Kann man da irgendwo in diesen Baum rein? Nicht zumindest hier, wo ich es sehe. So, ganz viel Didi-Zeug. Hm, noch mehr Didi. Huch! Ding einfach aufgesprengt haben da oben. Wollte ich da jetzt noch nicht zwingend mitnehmen, aber gut. Ist auf der anderen Seite noch was? Hm. Yep, hier haben wir noch was. Für unseren liebsten Lanky. Ah, ich darf sicher ein Wettrennen machen, wenn ich das hier so sehe. Na gut, dann. Let's go. Ja, Lenky, ich hörte, du bist ein flinker Affe. Das kannst du mir bei einem Hürdenlauf auf dieser Strecke beweisen. Wer als erster zurück ist, gewinnt etwas. Wenn ich weiß, in welche Richtung ich gehen muss. Achso, wird mir sogar angezeigt. In die Richtung. Lass mich durch, du dummer Hase. Hallo? Was war das? Irgendwo hing ich da fest, oder? Irgendwie konnte ich mich nicht mehr weiter bewegen. Nope, geh weg. Na ja gut, ich glaube, das ist jetzt uneinholbar. Das hat er einfach so fest hing. Hat der den gerade einfach besiegt? Beim Vorbeilaufen? Oh, 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 jetzt will er angeben. Jetzt will er angeben. Jetzt post er. Ach so, der hat mich einfach aus dem Laufen rausgenommen. Wie mies. Kannst du das mit deiner Oma schneller? Dann verschwindet er einfach. Also wenn ich ihm zu nahe komme, dann nimmt er mich einfach quasi aus dem Lauf. Und dann, ja, darf ich wieder quasi von vorne loslaufen. Nebenbei.
Ist auch schon ein bisschen gemein, dass er quasi zwei Schritte schneller ist am Anfang. Ich habe einfach abgedrängt. Ah! Weil ich auf diesem Stamm gelandet bin, habe ich meinen Lauf verloren. Okay. Wobei, wenn der mich da in der Luft abblockt, ist auch irgendwo seine Schuld. So. Bin schneller. Okay, ich hab's erwischt. So, jetzt bloß nicht einholen lassen. Wir haben es fast geschafft. So. Jetzt kannst du mal gucken, was deine Oma hiervon hält. Ach, beachtlich für einen tapsigen Affen. Mal ganz ehrlich, ich habe es gar nicht mehr richtig versucht. Also bekommst du die Trophäe noch nicht. Und dann bin ich völlig außer Puste. Nimm erstmal diesen Trostpreis. Wir sehen uns später. Was? Betrug! Betrug! Ich hab dich fair und ehrlich besiegt. Ich bin bereit, Lenke. Besiege mich in zwei Runden und ich gebe dir meine Trophäe. Den gleichen Parcours noch einmal und zweimal jetzt? Aber ich glaube, er ist jetzt ein kleines bisschen schneller. Ein kleines bisschen ist gut. Kann es sein, dass wir das noch gar nicht schaffen können? Weil Lenky erstmal schneller laufen lernen muss oder so. Ich weiß, was mir anfangs noch die Leute geschrieben haben. Anfangs kann ich noch alles auf einmal holen. Später muss ich eventuell nochmal in einige Welten zurückkehren. Und ich glaube... Für den kleinen Hasen, da müssen wir später nochmal hier zurückkehren. Weil er ist ja schon längst auf und davon. Okay, das können wir also noch nicht machen. Das heißt, wir müssen später hier in die Welt zurück. Gut zu wissen. Dann möchte ich gerne noch alles mit Didi in diesem Part hier noch holen, was es hier in diesem Gebiet gibt. Ich muss nur noch das Tauschfass wiederfinden. Tauschfass? Da. Aber interessant, dass man damit quasi so ein bisschen teasert, man kriegt die Fähigkeiten verbessert. Die ist schon mal nicht schlecht. So, laufen wir hier einmal im Kreis herum. Ich muss sagen, wir haben echt schon eine ganze Menge Bananen für die Affen gesammelt. Und das schon in den ersten vier Parts hier dieser Welt. Weil Didi ist ja schon fast fertig hier mit seinen 85. So, da einmal hoch. Und Musik. Mal gucken, was du damit auslöst. Okay. Irgendwie habe ich damit nichts ausgelöst, oder? Nein. Nichts. Super. Wofür ist das Feld überhaupt da? Na gut, dann einmal hier hin. Dann können wir doch sicher auf den... Nicht auf den Baum? Oder da halt auf dem Baum drauf. Aber da ist nichts. Bin hier gar nicht auf dem Baum. Da sind auch noch ein paar Bananen.
Hä? Haben wir noch irgendwas? Nee, da ist Decke. Hm. Ih, geh weg. Hm. Okay. Vielleicht muss ich die Banane erst noch aktivieren und kann dann da hochfliegen, da in dieser einen Lücke. Na gut, dann schauen wir erstmal nach dem Musikfeld von Tiny. Und den paar Bananen von ihr und, ja, dem Schrumpffass. Wenn ich bisher noch keinen Eingang gesehen habe, wo sie reingehen könnte. Ups. So, schon bei 65. So. Was machst du jetzt mit deinem Ding? Ah. Okay, ich sehe schon. Ja, ich bin zu schwer, ich weiß. Ah, und da oben würde er mich reinschmeißen. Okay. Probieren wir das doch nochmal. So, und Musik bitte. So, jetzt nochmal bitte mitnehmen. Denn jetzt kann er mich auch greifen. Halt dich los. Halt dich los? Halt dich fest. Moment. Gut, Bananen mitgenommen und... Also eigentlich bin ich nicht reingefallen, aber gut. Kann ich? Ja, kann ich. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wahrscheinlich noch weiter in die Richtung. So kann man es auch machen und alle umhauen auf einmal. Achso, ich muss einfach noch alle besiegen. Gut, dass er mich wenigstens in der Luft abgesetzt hat, dass ich mich hier an der Kante noch festgehalten habe. Was ist das denn? Okay, ich habe eine Bohne gefunden. Und guck mal, wir haben für jeden zwei Bananen geholt. Okay, dann erstmal raus hier. Was mache ich jetzt mit der Bohne? Okay. Vielleicht kann ich jetzt, wo ich die Bohne habe, die dieses Musikfeld aktivieren. Und damit was irgendwas aktivieren. Probieren wir das eben noch aus. Wenn es nicht klappt, auch gut. Haben auf jeden Fall an dem Part doch auch recht viel geschafft. So. Kannst du was mit dieser Bohne machen? Nicht wirklich. Außer ich muss sie vorher noch erstmal irgendwo pflanzen. Das könnte natürlich auch sein. Da hinten vielleicht? Beine hier sind nur Kristallkokosnüsse. Hm. Na gut. Dann werden wir beim nächsten Mal erst erfahren, was wir noch alles machen können. Ich denke mal, mit diesem Abschnitt hier sind wir dann wahrscheinlich erstmal fertig. Und dann müssen wir woanders so ein bisschen rumschauen. Und was ich mit der Bohne mache, sehe ich wahrscheinlich noch früh genug. Ist auch nichts zum einen Pflanzen, ne? Nein. Na gut. Schauen wir uns mal hier oben hin. Bah. So, ich würde sagen,
Komm, Didi, komm, guck zu uns. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.